der Aktienmarkt, der ist nicht mehr alternativlos. Und wir sehen das hier beispielhaft dargestellt am S&P 500, bei dem wir ja aktuell auch die Besonderheit haben, dass sie eine Handvoll Aktien haben, die den Markt aktuell steigen lassen. Das Gros der Titel, also die restlichen 97%, die generieren nicht wirklich viel und verhalten sich eher so, wie man es im aktuellen ökonomischen Umfeld erwarten würde. Aber wenn wir mal den Index aktuell als Ganzes nehmen und nehmen das Kurs-Gewinn-Verhältnis und bilden dann die Gewinnrendite, das ist eben der Kehrwert, und setzen das in Relation zum Ertrag, den wir beispielsweise bei Unternehmensanleihen bekommen mit einem Rating A und einer fünfjährigen Laufzeit, weil das eben auch vielleicht eine Laufzeit ist, die ein typischer Aktienmarktanleger als Untergrenze definiert, dann sehen Sie eben auch, da hatten wir lange Zeiten sehr, sehr große Differenzen und die vereinfacht gesprochen dazu geführt haben, dass es für viele Anleger klar war, dass Aktien das Maß der Dinge sind. Aktienquoten wurden erhöht. Entweder hat man die strategischen Quoten nach oben genommen, um dem Nullzinsumfeld gerecht zu werden. Teilweise hat man eben auch die taktischen Bandbreiten vielleicht auch nach oben bewegt. Aber wir sehen eben diese extrem hohen Differenzen. Und jetzt sehen Sie eben, diese Differenzen haben sich deutlich reduziert. Und wenn man dann berücksichtigt, dass Fremdkapitalgeber vor Aktionären am Unternehmenserfolg partizipieren und das typischerweise im langfristigen Kontext, wenn wir rein die Schwankungsbreite fokussieren, Unternehmensanleihen weniger stark schwanken als Aktien, also wenn wir quasi eine risikojustierte Betrachtung vornehmen, dann sehen wir eben, dass diese Differenz kleiner geworden ist. Und daher sieht man aktuell auch in vielen Umfragen, auch wieder bei den Family Offices, dass wir eben auch hier sehen, dass Anleiheallokationen nach oben bewegt werden, aber nicht nur die Anleiheallokationen als Ganzes, sondern auch innerhalb der Anleihequoten sieht man aktuell einen großen Bedarf, die strategischen Quoten anzupassen. Aber auch hier gilt, das eine sind antizyklische Investitionen, um von einer Kapitalknappheit zu profitieren. Solche Investitionen würde man eher in den Aktienkorb hineinrechnen, also Private Debt, Hochzinsanleihen, Senior Secured Loans, um nur einige Segmente zu nennen. Staatsanleihen hingegen, klar, die gehören natürlich in den Korb, der andere Aspekte abdecken soll. Schutz bei Rezessionen oder auch bei kurzer Laufzeit eben die bereits aufgeführte Funktion der Quelle für ein Rebalancing, respektive natürlich auch die Glättung von Aktienmarktschwankungen.